Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 zurück in die Master League. Gerade eben wollte ich die Aufnahme nicht. Aber jetzt scheint alles gut zu sein. Narthiss. Narthiss. Man weiß es nicht. Ein Terran auf jeden Fall. Naja, alle nochmal dreimal hin und her gefahren. So macht man das nicht. Ich verstehe auch noch immer nicht, wie es genau richtig geht. Ich glaube, es ist Schwachsinn, sich das anzugewöhnen. Da gibt es viel wichtige Dinge, an denen ich arbeiten sollte. So, aber sei es drum. Wir gehen scouten. So. 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 Noch ein paar Mal so sagen. Alter Terran, ich wollte gerade schon. Ich wollte gerade schon sagen. Können wir uns einen Crew boosten? Nee. Ein bisschen früh alles. Ein Gas ist fertig. Okay, wir spielen Cybercore First. So. War der im Bunker? Nein. So, zwei Dings. Ziehen wir mit. Und dann gucken wir mal, was wollen wir denn spielen? Ja, wieder die Twilight, oder? Ich weiß nur noch nicht, zu welchem Zeitpunkt ich dann da sein muss. Ich muss auf jeden Fall meine Robo mal früher spielen. Kein Reaper. Das macht mir dann schon wieder Angst. Jetzt beginnen wir uns gleich eine Shield Battery. Weiß ich gar nicht, ob das so schlau war. Jetzt nicht einfach schon die Robo vorher zu spielen. Jetzt geben wir nämlich viel Geld für Blink aus. Ohne dass wir da wirklich Profit rausziehen können gerade. Jetzt gerne noch die Robo bauen, aber ich habe gerade ein bisschen Angst. Komm, 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 komm. Oh. Peile. Peile. Los. Peile. Ja, sind doch jetzt da.
Er hat natürlich jetzt hier viel weggeworfen, ne? Echt schade, dass mein... Oh, er hat eine Club Genji. So, wenn jetzt mal irgendwie mal mein Observer da wäre, wäre das eigentlich ganz schön. Und ich habe da auch ganz viele Gates gebaut. Hat wohl jemand den Bunker abgebrochen? So. Mineralienfeld erschöpft. Warum ist so nicht Gas? Mein Leben für Ajur. Müssen wir einmal hier gucken, ob er hier schon die Tür stehen hat. Komm, hau das. Ich habe keinen Platz mehr. Was ist euer Beginn? Sollten übrigens mal gucken. Wir wissen ja, dass er Glock Benji hat. Fällt mir gerade mal ein. Das ist ein SCV-Pool. Soll ich euch sagen, wie ich drauf komme? Da sind SCVs und die pullt er. Tja. Das war interessant. Soll ich jetzt mal. Das war jetzt komisch. Einmal Master. Aktuelle Season, Terran. Erstes Spiel war Platzierungsspiel. Letzte Season. Auch nur ein Spiel gemacht. Okay.
Naja, okay, weiter. Mendoza ist unser Gegner. Auf Oxid ein Protoss. So, was machen wir denn da mal? Weiß ich noch nicht. Ich habe aber Lust auf dem Stargate. Irgendwie habe ich das bei den letzten PvPs immer verschlafen. Vielleicht sollten wir das diesmal einfach mal machen. Wenn wir nicht gecannrushed werden oder so, kann ja auch noch sein. Bin ja eigentlich nicht so in den Sphären, wo man ständig geproxygated wird. Soll heißen, die Matches gegen Protoss sind noch die cheesefreiesten aktuell. So, was haben wir hier? Ein Gateway. Bin ich jetzt hier eingesperrt? Interesting. Hä, was wird das? Warte mal, habe ich mich da verguckt? Nee, habe ich mich doch nicht verguckt, oder nicht? Das war doch ein Gateway. Ist er da früher? Müssen wir aufpassen. Alle? Er ist auf jeden Fall ein Tickchen früher als ich. Er ist aber auch nach Hause gefahren, das ist schon mal gut zu wissen. Hier einen zweiten Panel finden. Ja. Double Stalker. Ehrlich zu sein, traue ich mich gar nicht auf Stargate jetzt zu gehen. Was machst du denn eigentlich hier? Oh, das ist aber auch schon wieder zu spät, glaube ich. Wobei mit Doppelstalker, ich weiß es nicht. Wir ziehen tatsächlich in Stargate nach. Das ist zwar relativ spät. Aber nun gut. So, jetzt müssen wir gleich warpen können. Wir gehen direkt auf Phoenixes. Dann noch ein Gateway. So, was haben wir denn hier? Oh, nix. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh, ist das ein Link All-In?
wäre natürlich schlecht für uns. Weil dann ist er einfach in mit einem Observer in der Main. Wir können nichts tun. Und nicht hier. Wo ist er denn? Da kommt er. So, wir sollten jetzt mal mit allem drauf gehen. Warum haben wir kein Gas? Komm, Gas, hier fehlt einer im Gas. Hat er jetzt aufgegeben? Kann er doch eigentlich gar nicht, oder? Das hat er nicht zu weit hinten für. Da kommt er wieder. Halt nur Zellets warpen hier. Wollte mir mal vielleicht hier ein Gas können. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, was ich hier mache. Das auf jeden Fall nicht, was ich hier gerade mache. Aber ich glaube, ich sollte einfach direkt gegenpushen, oder? Ich habe echt keinen weiteren Dingens mehr. Das ist schlecht. So, wir müssen natürlich auch eigentlich mal eben den Pylon, der dort stehen wird, angreifen. Wahrscheinlich sogar das Gateway. So, da sind die DTs. Wenn wir das eben töten sollten. Was, wo sind denn eigentlich seine Stalker? Wo sind denn seine ganzen Stalker hin, oder hat er echt keine mehr? Hat er echt keine mehr? Was hat er denn? Habe ich die alle getötet? Hä?
Weil dieser No-Exen-Scout war halt echt key. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine fast gleichwertige Armee tatsächlich. So ein Guardian-Shield noch machen sollen. Weil hat er viel verloren. Ich aber auch. Ah ne, er ist ja rot. Dann hatte er gerade eben deutlich mehr. Was ich dann aber immer zwischendurch was nicht baue und hier mal einen Worker nicht im Gas habe und sowas, das ist echt doof. Und da war sein Nexus aber schon sogar fertig. Also er hätte sogar Transition nennen können. Er hat nicht viel weniger Worker als ich. Und techmäßig ist er eigentlich vorne. Aber da hat er dann jetzt alles verloren. Aber das passiert mir ja auch noch ständig. Er hat doch hier noch ein paar Stalker gerettet. Was hat er denn mit denen gleich gemacht? Die kamen gleich zum Angriff nochmal. Ich hätte halt gedacht, dass er sich recallt, aber gut, wenn er nur 4 Einheiten noch hatte, dann war das ja auch irgendwie klar. Er hätte noch eine Probe gehabt. Sich also nochmal aufbauen können. Ne, hat er nicht. Er hat nicht genug Ressourcen. Er hat zu viele DTs gewarpt. Ah ne, hat er schon gequeued. Ja, aber wahrscheinlich war ihm dann auch klar, dass es nichts mehr werden kann. Ich würde aber sagen, jetzt war es wie heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts, ihr dürft sofort klicken. Und jetzt war es von mir und habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.